Gestern kam es zur Vertragsunterzeichnung in Macau. Taiwans größte Medienunternehmen sind damit an ein Medienkonglomerat gegangen, das als China-freundlich gilt. Eine Gruppe Gewerkschafter und Medienangestellte protestierten dagegen. Die neuen Besitzer würden die Unabhängigkeit von Taiwans Medien gefährden. Ungefähr 1000 Aktivisten und Mediengewerkschafter versammelten sich außerhalb des Kabinettssitzes und protestierten gegen den Verkauf mehrerer bedeutender taiwanesischer Medien. Hongkongs Medienmogul Jimmy Lai verkaufte den taiwanesischen Anteil von Next Media an eine Gruppe Geschäftsmänner mit engen Verbindungen zu China. Next Media galt bisher als kritischer Berichterstatter über das Festland. Nun fürchten viele um eine unabhängige Berichterstattung. Über 2000 taiwanesische Medienbeschäftigte haben so viele Jahre für Jimmy Lai gearbeitet, nach Demokratie und Freiheit gestrebt. Doch sie wurden an einen neuen Arbeitgeber verkauft, der die Redefreiheit viele Male behindert hat. Es ist, als ob eine Gruppe Demokratieaktivisten von Jimmy Lai an die KP Chinas verkauft wurde. Für 460 Millionen Euro sind nun Apple Daily, Next Magazine, Next TV und Sharp Daily verkauft worden. Einer der neuen Besitzer, Tsai Ang-mong, hatte mit dem Verkauf von Reiskrackern ein Vermögen gemacht. Mittlerweile ist er Chef eines riesigen chinesischsprachigen Medienkonglomerats. Tsai war schon im Vorfeld in die Kritik geraten, als er das Massaker auf dem Tiananmen runterspielte und vorschlug, China und Taiwan sollten die umstrittenen Diaoyu-Inseln gemeinsam beanspruchen. Dem Mediendeal müssen Taiwans Regierungsbehörden noch zustimmen. Doch mit Widerstand ist wegen der konkurrierenden politischen Positionen wohl nicht zu rechnen. Die anderen Eigentümer der Next Media Holding sind der Vorsitzende der China Trust Group, Jeffrey Koo, und der Vorsitzende der Formosa Plastics Group, William Wong.